Vielen Dank. Herzlich willkommen bei Herzblatt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vielleicht wissen Sie es schon, vielleicht wissen Sie es noch nicht. Wenn Sie es noch nicht wissen, sage ich es Ihnen. Herzblatt geht ins 10. Jahr. Ein Dinosaurier. Man muss sich das überlegen. 6 Jahre hat sie Rudi Carrell als Zeremonienmeister durch diese Sendung begleitet. 4 Jahre durfte ich mit dem Rücken zur Wand als, was hat einer geschrieben einmal? Moderamor. Eine Mischung aus Moderator. Ich habe zuerst gelesen Moderamor. Ich habe gesagt, das ist eine Beleidigung. Aber ich bin ein Moderamor, durfte ich sie begleiten. Es ist eine Kultsendung. Und schuld sind sie dran. Es ist schon lange nicht mehr unsere Show, es ist ihre Show. Und da freut sich natürlich der Moderator und sagt, auf geht's in die erste Runde. Schönen guten Abend, wenn Sie sich bitte vorstellen. Guten Abend, mein Name ist Heike, ich komme aus Hamburg und bin Beamtin bei der Postbeamtenkrankenkasse. Bei der Postbeamten, was machen Sie da? Ich arbeite an der Schreibstelle. Aha. Wie sind Sie dazu gekommen? Also ursprünglich habe ich Tierarzthelferin gelernt, bloß ich sag mal, die Ausbildung habe ich nur gemacht und wenn man einen 50 Kilo Bernardiner mal eben in den Röntgenraum schleppen muss, wenn man selber nur 50 Kilo wiegt, ist das ein bisschen schwierig. Ja, von Pferden ganz zu schweigen. Ja. Wie sieht der Traum dann aus? Er sollte nicht zu groß sein. Und dunkelkurze Haare haben. Dunkelkurze Haare, ne? Werden wir schauen, vielleicht ist es dabei. Dankeschön. Können Sie sich bitte vorstellen? Ich heiße Sigrun, komme aus Bayreuth und studiere BWL. Mit welchem Berufsstil? Ich möchte gerne mit Menschen umgehen und kann mir sehr gut vorstellen, in der Fernsehbranche zu arbeiten. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. In welcher, vor der Kamera, hinter der Kamera? Das käme ganz drauf an. Ja, werden wir schauen, werden wir reden. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich treibe Sport, vor allen Dingen Hockey, Hallenhockey und Feldhockey in der Verbandsliga in Bayreuth. Und welche Position? Je nachdem. Also ich habe angefangen in der Verteidigung und je nachdem. Waren Sie erfolgreich in der Verteidigung? Sehr. Ja, das kann man vorstellen. Ansonsten telefoniere ich auch sehr gerne. Sie telefonieren sehr gerne? Ja. Was war Ihr längstes Telefongespräch? 7 Stunden. Wie schaut der Traummann aus? Er sollte sehr groß sein und kräftig, sportlich und auf jeden Fall große Füße haben. Mindestens Schuhgröße 45. 45? Ja. Damit er bloßfüßig Wasserski fahren kann. Ja. Warum? Warum? Ich habe selber sehr große Füße. Aber sehr elegant. Dankeschön. Danke. Wenn Sie sich bitte vorstellen. Ich bin die Saskia. Ich komme ursprünglich aus Laboe. Das ist ein Ort in der Nähe von Kiel. Ich studiere aber jetzt 3 Jahre schon Zahnmedizin in Berlin. Zahnmedizin. Ich habe mich immer gefragt, wo beginnt ein Zahnmediziner zu lernen? Am Menschen direkt oder haben Sie irgendwelche Attrappen, wo Sie da mal? Ja, also man beginnt eigentlich so mit zahntechnischen Übungen und dann arbeitet man sich so an so einem Phantomkopf dann an. Phantomkopf? Wie ja. Also das ist so ein Modellkopf quasi und der hat so eine Gummimaske um, der simuliert dann so die Wangen und der kann den Kiefer so auf und zu machen. Und da kann man auch ausrutschen. Ne? Das ja, dann nichts. Ist ein Loch in der Gummimaske. Ja. Ja. Was sollte ein Mann haben? So rein äußerlich sollte er schon groß sein, sportlich gebaut und unbedingt Lachfalten haben. Ja, wo? Naja, so um die Augen. Ah, oder da. Um die Augen, also um die Augen, die müssen nicht lachen im Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Bitte um die Wand. Hier kommt Niki aus Wien. Niki, was machen Sie beruflich? Ich bin Licht- und Tontechniker, habe zuletzt bei einer Filmproduktion mitgeholfen für Volksmusik. Stehen Sie auf Volksmusik? Ja, sehr natürlich. Es ist sehr wichtig, weil so kann man Österreich präsentieren. Und was macht man da so für Licht? So grün, blau? Oder? Ja, manchmal auch ein bisschen rot dazu. Also, es kommt schon gut rüber. Wie schaut die Traumfrau aus? Traumfrau. Ich habe eine Vorliebe für alte Filme, alte Schwarz-Weiß-Filme und für mich ist einfach die Lauren Bacall
theoretisch die Traumfrau. Und gar nicht mehr die Jüngste, ne? Nein, aber sie hat Klasse. Aber eigentlich, es kommt bei einer Frau nur auf die inneren Werte drauf an. Richtig, das so spricht du ein Wiener. Bitte um die Fragen. Ich habe eine sehr innige Beziehung zu meinen drei Pflanzen, deren Pflege dementsprechend viel Zeit in Anspruch nimmt. Kandidatin 1, mit welcher Pflanze könntest du dich am ehesten identifizieren? Mit einer Seerose. Sie schwimmt immer oben. Ich bin gerne in Gesellschaft und bei liebevoller Pflege kann ich am besten Wurzeln schlagen. Welche Pflanze pflege ich liebevoll, wenn ich dich wähle, Kandidatin 2? Also die Pflanze muss erst noch erfunden werden. Ich brauche immer Bewegung und kann überhaupt nicht an einem Platz bleiben. Ich bin da eher der Typ Wanderdüne. Kandidatin 3, auf welches Gewächs treffe ich bei dir? Auf eine Eisblume, kühl und schwer zu pflücken, aber wenn man sie wärmt, schmilzt sie dahin. Kandidatin 2, stell dir vor, eine gute Fee kommt und du hättest für Kandidatin 3 einen Wunsch frei. Was würdest du dir für sie wünschen? Ich kann dir nur wünschen, dass ihre Patienten nach der Behandlung nicht zu Phantomköpfen werden. Was wünschst du dir für Kandidatin 1 von der Fee, Kandidatin 3? Ich wünsche dir einen Postmann, der zweimal klingelt und nicht krankenversichert ist. Und du, Kandidatin 1, was wünschst du dir für Kandidatin 2? Viel Glück und viel Segen auf all ihren Wegen. Doch gerade heute würde ich es lieber sehen, wenn 2 und 3 nach Hause gehen. Wir beide haben einen netten Abend verbracht. Eine Stunde, nachdem ich dich nach Hause gebracht habe, stehe ich mit Sack und Pack vor deiner Tür. Erzähle dir von einem Wasserrohrbruch in meiner Wohnung und möchte für ein paar Tage bei dir einziehen. Wie reagierst du, Kandidatin 3? Ich würde dich reinlassen, aber nicht ranlassen. Was sagst du dazu, Kandidatin 1? Also ich würde dich auf jeden Fall reinlassen, wenn du mir versprichst, mich genauso zu pflegen wie deine drei Pflanzen. Also viel Gießen mit Sekt, viel Sonne, viel mit mir sprechen, aber du darfst mich auf keinen Fall umtopfen. Kandidatin 2, wie reagierst du, wenn du mich mit meinem Koffer vor deiner Haustür findest? Wenn du deinen Schnorchel mitbringst, geht die Meerjungfrau mit dir auf Tauchstation. Unsere Susi wird das noch einmal zusammenfassen. So, Niki, wer soll nun dein Herzblatt sein? Kandidatin 1, die Seerose, die im Sekt immer oben schwimmt und Wurzeln schlägt, wenn du sie nicht umtopfst? Oder Kandidatin 2, die Wanderdüne, die mit deinem Schnorchel auf Tauchstation geht und zur Meerjungfrau wird? Oder Kandidatin 3, die Eisblume, die kühl bleibt, wenn sie dich reinlässt, aber dahin schmilzt, wenn sie dich ranlässt? So, Niki, welche Pflanze möchtest du jetzt pflegen? Nun denn? Es soll Kandidatin Nummer 1 werden. Dann bitte ich die Sigrun aus Bayreuth zu uns. Danke. Dankeschön. Die Saskia aus Berlin. Gut, das passiert mir immer öfter. Und hier ist Ihr Herzblatt.
Die Heike aus Hamburg. Ja. Na? Da kommt doch Freude auf, oder? Ja, klar. Ja, dann lauf ein bisschen. Na ja. Macht sie eine Reise mit unserem HPH, mit dem Herzblatt-Hubschrauber? Die Dame. Ja, wie sie ziehen. Ich darf's lesen. Ah. Er fliegt mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Ottendorf, Weißsee im Salzburger Land. Euch steht der Herzblatt-Triathlon bevor. Nachdem eure Geschicklichkeit beim Mooncar-Rennen getestet wird, könnt ihr mit ein wenig Glück beim Goldwaschen reicher werden. Das anschließende Wettmelken von Hochgebirgs-Biomilch beschert dem Sieger den heißen Kuss des Verlierers. Ich wünsche guten Appetit! Normalerweise sage ich an dieser Stelle, letzte Woche trafen wir einander, aber das geht ja nicht. Es ist ja die erste Sendung von der Staffel. Die waren ja noch gar nicht weg, deswegen können sie noch nicht da sein. Deswegen sage ich, letzten Mai trafen einander 200 ehemalige Herzblatt-Kandidaten in Berlin zu einer Mega-Herzblatt-Party. Schauen Sie sich das an. Also Herzblatt ist viel mehr als nur eine halbe Stunde im Fernsehen. Dass das Ganze bis in den frühen Morgen gedauert hat, muss man, glaube ich, nicht erwähnen. Jetzt zurück wieder zu unserem Herzblatt. Auf geht's in die zweite Runde. Schönen guten Abend, wenn Sie sich bitte vorstellen. Ja, ich bin der Stefan aus Kiel und studiere im vierten Semester Wirtschaftsingenieurwesen an der Nordakademie in Pinneberg. Aha. Was macht ein Wirtschaftsingenieur? Ein Wirtschaftsingenieur soll eigentlich Laien komplexe technische Maschinen erklären. Sie sind also eine lebende Bedienungsanleitung? Das könnte man so sagen, ja. Wie lange studiert man da? Ich werde 8 Semester studieren. Und welche Maschinen sind das? Industrielle? Alles Mögliche, vom Autoradio zum Industriefilter. Autoradio, das ist ja einfach, aber ob das könnten Sie ja, das auch erklären. Das Innenleben ist nicht das einfach. Das Innenleben ist nicht einfach, nee. Ja, ist richtig. Ja. Was machen Sie in der Freizeit? In der Freizeit surfe ich sehr viel. So richtig? Sinker. Große Leidenschaft, schon seit ein Quadratmeter Segel. Genau. Windstärke 12. Im Ernst? Mindestens. Im Ernst? Ja, Windstärke, wirklich? Windstärke 12? Ja, bis zu 11 Windstärken vielleicht. Ja. Wie hoch sind da die Wellen? Das hängt davon ab, wo man fährt. Wenn man auf der Nordsee oder Ostsee fährt. Wie hoch sind die Wellen auf der Ostsee bei Windstärke 11? Ah, die erreichen auch schon so 3 Meter dann. Nur drei Meter? Ja. Na, das ist ja gefährlich eigentlich, ne? Das ist gefährlich, ja. Habe ich auch schon mal was nicht so Schönes erlebt. Wirklich mal? Ja, ich bin mal vor einiger Zeit in Seenot geraten. Und zwar ist mir mein Surfmast gebrochen. Und ich musste dann 2 Stunden mit dem Brett an Land paddeln. 2 Stunden? 2 Stunden. So weit waren Sie draußen? Ja, ziemlich weit draußen und der Wind war stark. Ablandig? Ablandig gegen die Strömung. Wunderbar. Dankeschön. Schönen guten Abend, wenn Sie sich bitte vorstellen. Ich bin der Marco, ich komme aus Thüringen und lebe seit 2 Jahren in Bayreuth und arbeite dort für eine große Sportartikelfirma im Bereich Marketing und Vertrieb. Wie lange machen Sie das schon? Seit Anfang des Jahres. Anfang des Jahres. Macht Spaß? Ja. Sind Sie selber sportlich? Ja. Treiben viel Sport? Ja, ich treibe Sport, aber ich sag mal, das brauche ich von der Freizeit her. Wenn die Freizeit es mir gibt, dann treibe ich Sport, aber... Sorry. Na, nichts, macht nichts. Wenn die Freizeit es nicht gibt, treiben Sie Sport. Wunderbar, na klar, was sonst? Kein Problem. Na ja, na, was soll er sonst machen? Okay. Wie schaut die Traumfrau aus?
Traumfrau. Hm. Populäres Beispiel hätte ich Amelie von der Marwitz-Lindenstraße. Also ich finde den reifen, stilvollen Typ finde ich klasse. Aber eine junge Variante gibt es dazu auch. Blonde Haare, stahlblaue Augen, richtig schöne Scheinwerfer. Das ist in Ordnung. Ja, Schiffer-mäßig. Ja, beispielsweise. Aber ja, da würde ich noch ein bisschen umformulieren bei ihr. Ja, wie umformulieren? Naja, also die Brust würde ich ein bisschen höher oder runter setzen. Also da gibt es ein paar Dinge, die ich da verändern würde. Diese Frau ist ja kein Auto, da kann man nicht niederlegen. Ja. Das hat Spoiler. Darf ich Sie sich bitte vorstellen? Ja, guten Abend. Also mein Name ist auch Stefan. Ich komme aus Köln, bin gelernter Hotelfachmann und habe seit 5 Jahren die Aufgabe, Delikatessen zu verkaufen. Was macht ein Lebensmittel zur Delikatesse? Manchmal der Preis, die Nachfrage. Die Nachfrage? Die Nachfrage. Also zum Beispiel, Franke, sind Schweinsohren eine Delikatesse? Für manche Leute schon, aber ich sag mal, es zählt nicht zu einer normalen Delikatesse. Was ist das teuerste Lebensmittel? Die teuerste Delikatesse ist Safranfäden, gefolgt von Trüffel. Trüffel? Was kostet das so ein Kilo? Ja, weißer Trüffel, 3000 Mark das Kilo. 3000 Mark? Ja. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Also mein Hobby ist Motorradfahren. Ich besitze einen kleinen Chopper, mit dem düse ich ab und zu durch die Gegend. Dann liebe ich sämtliche Arten von Wassersport, egal welche. Und ja, Führerscheine sammeln. Abgelaufene von Freunden oder nein, eigene? Nein, mein Ziel ist mal, sämtliche Führerscheine zu besitzen, die man halt für Wasser, Land, Luft braucht. Aha, was haben Sie denn so? Ja, bis jetzt habe ich LKW, Auto, Motorrad, Bootsführerschein, Surfschein, Tauchschein. Ja. Vielleicht kommt bald der Trauschein dazu. Ja. Dankeschön. Bitte an die Wand. Hier kommt Anke aus Essen. Anke, was machen Sie beruflich? Ich bin Erzieherin an einem Kinderheim. Erzieherin in einem Kinderheim? Schwer erziehbare Kinder? Auch schwer erziehbare Kinder oder Kinder, die nicht mehr zu Hause leben können. Ja. Wie viele Kinder haben Sie in der Gruppe? In der Gruppe 11 Kinder. Und 11 Kinder? Ja. Oh. In welchem Alter? Von 8 bis 17 Jahren. Also sind dann schon Jugendliche, klar. Na, da müssen Sie sich ja wirklich durchsetzen können. Powern können. Oh. Ist ziemlich anstrengend, ne? Ist, aber es gibt auch richtig nette Tage. Wirklich, ja? Ja. Könnten Sie auch mit einem schwer erziehbaren Mann umgehen? Das ist ja mein Job. Dann bitte ich um die Fragen. Ich bin Erzieherin in einem Kinderheim. Wie kann ich dich noch erziehen, Kandidat 1? Eigentlich bin ich durch mein Elternhaus schon sehr gut erzogen. Aber ich habe einen Putztick. Du könntest mich vielleicht noch erziehen, indem du meinen Händen etwas anderes Nützliches zu tun gibst. Kandidat 2, wo hast du noch Erziehungsbedarf? Ja, ich bin chronisch unpünktlich. Aber ich hoffe, dass du mir diesen kleinen Fehler vergeben kannst, wenn ich in bestimmten Situationen nicht ganz so früh komme. Und wo habe ich bei dir noch Einsatzmöglichkeiten als Erzieherin, Kandidat 3? Also ich würde sagen, wenn du mich schaffst, dann hast du in deinem Beruf für den Rest deines Lebens keine Probleme mehr. Ich habe ein Blind Date mit Kandidat 3. Kandidat 2, welches markante Merkmal lässt mich sofort erkennen, dass es Kandidat 3 sein muss? Ja, du würdest ja unwahrscheinlich gern helfen, aber ein markantes Merkmal, ich finde keins. Und wie erkenne ich Kandidat 1 auf den ersten Blick beim Blind Date? Kandidat 3? Kandidat 1. Ja, ich würde so sagen, so ein Mann für Regen, Schnee und Sonnenschein. Aber alles bitte schön mit 3 Wettertaft. Durch welches Merkmal wird mir schlagartig klar, dass ich Kandidat 2 vor mir habe, Kandidat 1? Na, wenn ich mir ihn so anschaue, ist das meiner Meinung nach der zu deinem Blind Date
mit gelber Armbinde kommt. Meine Devise lautet, gute Mädchen kommen in den Himmel. Wie dichtest du den Spruch weiter, Kandidat 3? Es reimt sich nicht viel auf Himmel. Ich versuch's trotzdem. Gute Mädchen kommen in den Himmel. Da finden sie aber nicht so netten Lümmel. Drum mach dich frei und nimm die 3. Jetzt deine Version, Kandidat 1. Ja, ich habe mir Folgendes überlegt. Gute Mädchen kommen in den Himmel. Mit mir kommst du überall hin. Gute Mädchen kommen in den Himmel. Und wie geht es bei dir weiter, Kandidat 2? Gute Mädchen kommen in den Himmel. Dann zu mir in die Badewanne, dann in mein Bettchen. Und dann geht es wieder in den Himmel, aber diesmal in den 7. Himmel. Unsere himmlische Susi wird das noch einmal zusammenfassen. So, Anke, wer soll nun dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der gut erzogene, mit dem du überall hinkommst, wenn du seinen Händen eine nützliche Beschäftigung gibst? Oder Kandidat 2, der chronisch unpünktliche, der mit dir in der Badewanne nicht zu früh in den 7. Himmel kommt? Oder Kandidat 3, der schwer erziehbare Lümmel, der dich schafft, wenn du dich im Himmel für ihn freimachst? So, Anke, jetzt musst du dich entscheiden. Ich wähle Kandidat 3. Dann bitte ich den Stefan aus Kiel zu uns. Hi. Hallo. Ja. Eine Rose. Danke, dass wir hier sind. Den Marco aus Bayreuth. Okay. Dann will ich 2 haben. Okay. Und hier ist Ihr Herzblatt. Da strahlt er über das ganze Gesicht. Der Stefan aus Köln, gell? Ach, ja. Ne? Was auch? Praktisch. Ist doch nah. Na, eben. Eben. Wer macht seine Reise mit unserem Herzblatt-Hubschrauber? Wer will sie ziehen? Ladies first. Ich darf's lesen, dankeschön. Ihr fliegt mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Reitz bei Kitzbühel in Tirol. Nachdem ihr mit der Bäuerin Brot gebacken habt, fahrt ihr mit den Mountainbikes zu einem romantischen Waldsee. Nach einer ausgiebigen Jause wagt ihr den Tandemsprung mit dem Paraglider und schwebt auf Wolke 7 der Erde entgegen. Das wird ein Herzblatt. Dankeschön fürs Zuschauen. Servus, bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie haben ja keine Ahnung, was wir für Post bekommen. Euphorisch. Euphorisch. Letztens hat uns eine Dame geschrieben, Herzblatt ist eine hervorragende, fantastische Sendung. Daran können auch die blöden Witze des Herrn Fendrich nichts ändern.
Sie dürfen nicht glauben, dass mir sowas trifft. ist mir doch vollkommen, muss er nicht. Das halte ich den Mund und lasse das Leben sprechen. Ne? Schauen wir in die Zeitung hinein, was steht da drin? Eine Schlagzeile haben wir gefunden. Miteinander reden macht die Ehe gut. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Weil besonders bei Männern, wenn sie beginnen, sich nicht auszusprechen, sondern auszureden. Ne? Nicht lustig, war kein Witz, gibt keine Witze mehr. Ne? Auf geht's in die erste Runde. Schönen guten Abend, wenn Sie sich bitte vorstellen. Hallo, ich bin die Bettina aus Aschaffenburg. Ich bin gelernte Bankkauffrau und studiere Jura in Würzburg. Jura in Würzburg. Sie haben ein märchenhaftes Kleid. Ja, gell? Ja. Können wir das einmal so rundherum sehen? Wahnsinn. Wo haben Sie das gekauft? Das ist Eigenproduktion natürlich. Ganz auf, wirklich? Was Sie machen? Ja, natürlich, das? Extra für Herzblatt. Selbstverständlich. Ah, das ist ja, na, wie konnte ich das übersehen? Schaut sehr märchenhaft, so Cinderella-artig. So sind Sie so ein märchenhafter Typ? Ja, das mache ich als Hobby. Mache ich Show-Einlagen zu Partys und Hochzeiten. Und das machen Sie in der Freizeit? Neben ja. Studio? Show-Einlagen bei Partys? Heute exklusiv für Herzblatt, ja. Dachte ich mir ganz kurz. Ja. Ja, Petrus sandte seinen Erxenbengel dem Fendrich heut als Herzblattengel. Da wollen wir sie reinlassen. Wie schaut der Traum dann aus? Auch auf die Optik bin ich an sich nicht so festgelegt. Wichtig wäre, dass er groß ist und sympathisch. Als Charakter vielleicht irgendwo zwischen Macho und Pantoffelheld, so die goldene Mitte. Holzpantoffel. Und dazu noch intelligent, das wäre so das Ideale. Ja, wünschen wir uns alle. Ja. Ja. Dankeschön. Wenn Sie sich bitte vorstellen. Also, mein Name ist Sarah, ich komme aus Grünzell, das ist bei München, und ich studiere Biologie im zweiten Semester. Mit welchem Berufsziel? Ja, also ich habe jetzt ein Praktikum gemacht in Mikrobiologie und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Was macht man da so in Mikrobiologie? Ja, wir haben da zum Beispiel auf so eine Agarplatte geküsst und haben da mal geschaut, was da so für Bakterien drauf wachsen. Und? Es war ekelhaft. Oh ja, und seitdem küssen Sie nicht mehr? Ja, also ich überlege es mir. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Also ich gehe gerne mit meinen Freunden weg, ich tauche im Urlaub und ich habe mein Pferd. Also ein Pferd. Das ist meine große Leidenschaft. Was hat es für einen Namen? Conchita. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich wollte eigentlich schon länger ein Pferd haben und meine Eltern wollten mir das nicht so ganz finanzieren. Und dann habe ich mir gedacht, ich kaufe mir mal eins und habe dann einen Kredit aufgenommen, ohne dass meine Eltern das wussten. Und naja, 3 Monate später habe ich es ihnen dann erzählt und sie waren nicht so begeistert. Wie sieht der Traum aus? Da bin ich nicht festgelegt. Also Hauptsache. Sehr vernünftig. Nicht festgelegt. Nein. Hauptsache der Charakter stimmt. Dann gefällt mir auch der Typ. Dankeschön. Wenn Sie sich bitte vorstellen. Ja, hallo, ich bin die Ramona, ich komme aus Trier und ich bin Verwaltungsfachkraft, angestellt beim Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantationen e.V. Mhm. Ist Ihr Traumberuf? Also es macht mich schon sehr viel Spaß, aber eigentlich wollte ich immer ins Showbiz und das will ich auch immer noch. Und was würden Sie da gerne machen? Am liebsten singen. Ja? Ja. Haben Sie schon mal gesungen, so vor mehreren Leuten? Ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Platte schon aufgenommen? Nee, noch nicht ganz, aber ich habe mich vor kurzem mit einem DJ zusammengetan. Ein Haus-DJ, sehr gut ist Sie der. Haben im Haus einen DJ? Nein, die Musikrichtung, ach so, verstehe. Die nennt sich Haus. Und da wollen wir demnächst auch eine CD rausbringen. Wie sieht der Traummann aus? Wäre schon ganz gut, wenn es ein südländischer Typ ist. Also südländischer DJ. Dunkle Haare. Ja, DJ kann er auch sein. Da habe ich mich jetzt noch nicht so festgelegt. Ja. Aber dunkler Typ soll schon sein. Dankeschön. DJ müsste man sein. Bitte um die Wand. Hier kommt Christian aus Stuttgart. Christian, darf ich Sie was Intimes fragen? Sind Sie ein DJ? Nein. Schaut, eigentlich. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Fitnesstrainer und Opernsänger. Ah, nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Fitnesstrainer und Opernsänger. Yeah. Eine sehr seltsame Kombination. Wie kommen Sie dazu?
Sänger neigen ja dazu, hier fülliger zu werden und um dem entgegenzuwirken. Trinken Sie? Ja. Habe ich gedacht, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und so bin ich jetzt Fitnesstrainer. Fitness und singen. Und singen. Was ja. singen Sie? Ich bin Bassbariton. Also ausgebildeter Opernsänger? Ja, ja. Und Sie singen auch in der Oper?